Hallo, herzlich willkommen zum Organisationsrebellen-Talk Nummer 3. Wir sind heute hier bei Jovoto zu Gast mit meinem Interviewpartner Bastian Unterberg, CEO und Gründer von Jovoto. Ergänzt doch den Satz bitte mal ganz kurz. Organisationsrebellen sind für mich vernünftig. Ja? Und das ganz kurz haben wir es, aber ich glaube, wenn man heutzutage sieht, wie schnell sich die Dinge verändern, mit welcher Komplexität das Ganze passiert und mit welcher Geschwindigkeit das auch beschleunigt wird, und man steckt in einer Organisation, gerade in großen Organisationen drin, und stellt die Organisationsform, in der man drin steckt, nicht in Frage und rebelliert nicht, dann ist man sehr unvernünftig. Bezeichnest du dich als Rebell? Ich denke, eine gesunde Portion Menschenverstand und man geht mit offenen Augen in unsere Gesellschaft, dann sollte man eigentlich schon Rebell sein. Ja. Was gibst du Menschen, die uns jetzt heute hier zuhören, mit auf den Weg? Ja, ich glaube, man fängt mit der Frage, warum an? Und wenn man die einmal gestellt hat, kann man auch schon fast nicht mehr aufhören. Also, warum muss ich mich bewegen? Und dann sofort ins Machen gehen. Und immer schnell auch bei den ersten Ergebnissen, bei den ersten Learnings, immer wieder auf die Annahmen schauen. Bestätigt das die Annahmen? Und so kommt man eigentlich in ein leanes Mindset. Du bist Kopf, sage ich mal, einer der größten Communities im Internet? Also eine der größten Communities muss man vielleicht ein bisschen relativieren. Es ist eine der größten Innovationscommunities. Also wenn man sowas wie Jovoto startet, dann muss man Herausforderungen lieben. Das ist definitiv der Fall. Und wenn Herausforderungen dann noch Sinn machen, glaube ich, dann freue ich mich, wenn ich über mich hinauswachse. Also das treibt mich an. Erzähl uns doch mal ein bisschen was zu Jovoto. Was macht Jovoto genau? Also Jovoto ist ein Ort der Arbeit im Netz. Wir haben auf der Plattform über 90.000, sage ich mal, kreative Köpfe, Produktdesigner, Service-Designer, Architekten, Erfinder, Entwickler, Konzepter, Werbetexter, Menschen aus über 150 Ländern, die dort gemeinsam arbeiten, auf komplexen Herausforderungen und Aufgabenstellungen, die wir von in der Regel größeren Organisationen erhalten. Also man würde es als Open Innovation Plattform bezeichnen. Mit dem Blick auf die Kreativwirtschaft und auf viele Kommilitonen, für die das völlig klar war, ich gehe jetzt in die Unternehmensberatung oder ich gehe jetzt in die Kommunikationsagentur, war das für mich gar nicht so klar. Da war dann halt die Idee, man hat Informatik studiert, konnte ein bisschen coden, hat an der UdK so Grundlagen der Gestaltung und Design mit auf den Weg bekommen. Wir bauen jetzt eine Plattform und auf der organisieren wir Arbeit so, wie es uns gefällt, ja, so wie wir wirklich arbeiten wollen. Und zwar deutlich offener und kollaborativer, als wir das so in den Arbeitsumgebungen gefunden haben, die wir untersucht haben. Wenn man jetzt Geschäftsmodelle anschaut, und Plattform-Business ist ja oft ein bisschen anders, zumindest interpretiert. Ja. Ja, also die meisten plattformbasierten Arbeitsumgebungen, die man im Netz heute findet, die sind ganz klar marktorientiert entstanden. Wir sind mit einer ganz anderen Ideologie, sage ich mal, gestartet, nämlich wie können wir Arbeit so organisieren, dass wir Menschen maximal motivieren, ja, gute Leistungen zu bringen und auch Spaß haben in dieser Arbeitsumgebung. Wie kam dein Geschäftsmodell bei Unternehmen denn an? Also die besten Kunden, oder sagen wir mal die Kunden, mit denen wir sehr intensiv zusammenarbeiten, die sind genau durch diese Lernkurve schon durch. Ja, die haben versucht, ihre eigenen Innovationscommunities aufzubauen und sozusagen auch diese Infrastruktur zu ownen. Haben aber dann gemerkt, dass man braucht nicht nur die Plattformtechnologie, man braucht nicht nur die Zahl der registrierten Nutzer, sondern man braucht vor allen Dingen auch gemeinsam gelebte Werte auf so einer Plattform. Also wenn Menschen zusammenarbeiten sollen, sich gegenseitig Feedback geben sollen, helfen, ihre Konzepte zu verbessern, wenn das Ganze auch noch eine positive Atmosphäre sein soll, dann braucht man dafür eine Kultur. Das ist natürlich ein Thema. Die Gig Economy ist ja jetzt so eine Begrifflichkeit, die ja auch immer stärker kommt. Die Gewerkschaften beschäftigen sich damit. Verdi, IG Metall sind auf dem ganzen Thema Crowdwork. Erzähl doch mal ein bisschen, was passiert an der Front. Ja, also ich glaube, wenn man sich mit dem Thema Arbeit beschäftigt, jetzt im Kontext, nennen wir es vierte industrielle Revolution oder digitale Transformation, dann wird einem schnell klar, Arbeit wird sich grundlegend ändern. Und diese Änderungen werden so gravierend sein, dass auch die klugen Köpfe in der Gewerkschaft realisieren, Moment mal, unser Modell wird in Frage gestellt. Das ist natürlich auch ein interessanter Markt. Ja? Also wie schafft man neue Services für Freelancer, so dass die dann auch
gerne bereit sind, einen Beitrag zu zahlen, in die Gewerkschaftskasse. Also braucht es denn auch, eine Gewerkschaft für Freelancer, für Selbstständige, für Kreative? Also man kann jetzt nicht das Gewerkschaftsmodell von Verdi oder der IG Metall nehmen und sagen, das geben wir jetzt hier den Designern, die im Beta-Haus sitzen, mit auf den Weg. Ja? Also da muss noch viel passieren, damit das kompatibel wird. Ich glaube aber, was wir sehen, ist, dass diese nächste Generation an Talent, die sagen, nee, ich gehe lieber als Coworker in so ein Beta-Haus und vernetze mich dort. Und ich denke, was diesen Netzwerken fehlt, ist eine Lobby, ja? Um auf gesellschaftlicher und politischer Ebene Türen aufzustoßen und mal Dinge zu betrachten, die sich natürlich auch ändern müssen. Ich habe ein Interview von dir gelesen, Brand 1, noch gar nicht so lange her. Da sprichst du von einem alternativen Karrieremodell in der Gig-Ökonomie. Was meinst du damit? Naja, die meisten Plattformen, die Angebote darstellen in der Gig-Ökonomie, sind Marktplätze, das heißt Angebot und Nachfrage. Das Talent wird zur Commodity, also zur Austauschware, und das geht am Ende des Tages häufig zulasten der Talente, die dort arbeiten. Und da haben wir gesagt, wir wollen ein anderes Modell bauen. Wir wollen ein Modell bauen, wo ich als junges Talent mich austesten kann, mich vernetzen kann, dazulerne und merke, wie funktioniert das eigentlich? Unsere Plattform funktioniert als eine Art Assessment Center. Wir nehmen dann auch die besten Talente und laden die ein in die nächste, wenn man so will, Stufe der Karriereleiter, wo man dann viel mehr Zugang kriegt zu Projekten, garantierte Bezahlungen, hohe Tagessätze. Und das ist so ein bisschen unser Utopia auch, wie wir uns das ursprünglich vorgestellt haben bei der Gründung von Yovoto. Ich melde mich morgens an und kann mir aussuchen, möchte ich heute ein Motorrad designen, möchte ich lieber eine Werbekampagne machen oder ein Packaging design, oder mache ich mir Gedanken über den Bahnhof der Zukunft. Was können denn die Unternehmen von den externen Rebellen alles lernen? Bei uns ist das ja so auf der Plattform, die Menschen können so gut oder so schlecht sein, wie sie wollen. Ja? Und wir haben einen sicheren Raum dafür geschaffen. Das heißt, ich fliege morgen nicht aus der Community raus, wenn ich jetzt mal nicht auf der Aufgabenstellung arbeite, sondern mal ganz weit links daneben, weil ich meine, das wäre eigentlich die wichtige Fragestellung, die wir bearbeiten müssen. Also wirklich auch kritisch an Themen heranzugehen und dann wirklich frei zu sein, aber auch sicher zu sein in der Art und Weise, was erarbeite ich hier. Bastian, ich bedanke mich nochmal bei dir. Vielen Dank. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.